Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und in diesem Video gucken wir uns mal an, welche Ukulelenformen es überhaupt so gibt, was die Unterschiede der einzelnen Ukulelen sind und welche Ukulele am allerbesten zu euch passt. Die Ukulelen in diesem Video sind alle von VGS bzw. von der GEWA und die Links zu denen findet ihr in der Videobeschreibung. Wir fangen jetzt mal an mit der kleinsten Ukulelenform, der Sopran-Ukulele. Das hier ist schon mal eine Sopran-Ukulele, aber wie ihr seht, hat die jetzt gar nicht so die klassische Ukulelen- bzw. Gitarrenform, sondern es ist eine aus der Pineapple Series, also aus der Whiskey Pineapple Series. Die ist eben ein bisschen pineappleförmig. Die Form ist jetzt allerdings gar nicht entscheidend, wenn es um die Frage geht, was für eine Ukulele das jetzt genau ist, sondern die sogenannte Mensur. Die Mensur ist der Abstand zwischen Sattel und Steg, das heißt der Abstand zwischen den beiden Punkten, wo die Saiten am Korpus aufliegen, beziehungsweise am Sattel und am Steg aufliegen. Und die ist bei einer Sopran-Ukulele so ungefähr 35 cm. Das kann mal um ein paar Millimeter variieren, aber 35 cm ist so die Sopran-Ukulelen-Mensur. Und das ist eben viel relevanter, wenn es um die Bezeichnung der Ukulele geht, als wie ob die jetzt ananasförmig ist oder birnenförmig oder eben ukulelenförmig. Es gibt tatsächlich, ich habe jetzt auch gesagt, das ist die kleinste Ukulele, es gibt eine Ukulele, die ist noch kleiner, das ist die Sopranino-Ukulele. Die habe ich auch gar nicht hier, weil es auch schon etwas exotischer ist. Die habe ich euch hier nochmal eingeblendet. Die ist auch gar nicht so für Anfänger gedacht, weil die schon so klein ist, dass sie fast nicht mehr wirklich spielbar ist. Das hier ist, wie gesagt, so die bekannteste Ukulelenform. Ihr hört, hat die schon sehr diesen klassischen Ukulelen-Sound, also diesen kleinen Summer Over the Rainbow Sound, wie ich ihn gerne nenne. Das ist ein ganz normales Ukulelen-Seiten-Tuning. Also ihr habt die O-Seite ist die A-Seite, dann kommt die E-Seite, die C-Seite und hier habt ihr nochmal die G-Seite. Und bei der Ukulele eben Standard ist, dass diese Seite eine Oktave höher ist, als man sie eigentlich vermuten würde. Also man hat hier A, E, C und dann nochmal eine hohe G-Seite. Die liegt genau einen Ganzton unter der höchsten Seite. Das ist die Sopran-Ukulele. Die nächstgrößere Form der Ukulele ist die Konzert-Ukulele und die gucken wir uns jetzt mal an. Die Konzert-Ukulele, die ich hier jetzt habe, ist eben schon etwas ukulelenförmiger und die Mensur bei der Konzert-Ukulele ist auch nur geringfügig größer. Wir haben nämlich jetzt nicht 35 cm, sondern 38,5 cm Mensur. Auch da kann es natürlich wieder so leicht abweichen, je nachdem, welchen Hersteller man hat. Und wie ihr sehen könnt, ist die Konzert-Ukulele sowohl etwas länger in ihrer Gesamtheit, als auch in der Mensur und im Vergleich zur Sopran-Ukulele auch ein ganz kleines bisschen breiter, das heißt wir haben, oder tiefer, das heißt wir haben etwas mehr Klangkörper und das macht eben diese Konzert-Ukulele generell etwas, ich will nicht sagen bassigeren Sound, weil Bass ist bei Ukulele ja eher so ein bisschen Mangelware, aber dadurch, dass der Korpus eben größer ist, hat man etwas mehr tiefe Frequenzen, also etwas mehr Tiefmitten sozusagen und dadurch klingt die Konzert-Ukulele schon mal etwas voller und etwas voluminöser als die Sopran-Ukulele. Die nächste Größe ist die Tenor-Ukulele. Bei der Tenor-Ukulele machen wir jetzt einen etwas größeren Sprung, denn die Mensur von der Tenor-Ukulele ist jetzt so ungefähr 43 cm und die Tenor-Ukulele ist auch wieder etwas tiefer im Vergleich zur Konzert-Ukulele. Das heißt, längere Mensur, größerer Korpus, wir haben wieder mehr Klangkörper, wir haben wieder mehr, was resonieren kann, das heißt mehr tiefere Frequenzen und wie das klingt, hört ihr jetzt. Diese drei Ukulelenformen sind erstmal die geläufigsten, die man so kennt. Wie ihr jetzt hören könnt, ist die Tenor-Ukulele schon relativ weit weg von der Sopran-Ukulele, denn die ist sehr viel größer, die hat eine längere Mensur, die hat dadurch auch ein größeres Griffbrett, die lässt sich auch anders spielen. Die haben natürlich alle diesen
diesen Hawaii-Sound, diesen Somewhere Over the Rainbow-Sound, wobei die kleine Sopran-Ukulele schon noch so ein bisschen fiepsiger ist und die schon so Richtung Gitarrele bzw. Gitarre geht. Die Frage, welche Ukulele von den drei jetzt die richtige für euch ist, hängt so ein bisschen davon ab, welchen Sound ihr denn gerne möchtet. Also wenn wir eine Sopran-Ukulele haben, die ist eben sehr hell und sehr... hat sehr diesen sehr, sehr flachen, sehr hohen, sehr fiepsigen Sound, aber es ist eben auch... Das ist schon auch ein sehr dolles, gute Laune-Instrument, sage ich mal. Und wenn ihr jetzt so Richtung Tenor-Ukulele geht, dann habt ihr eben schon sehr viel mehr Klangkörper. Und die hat einfach ein bisschen mehr Frequenzgang oder einen bisschen breiteren Frequenzgang. Ich persönlich bevorzuge die hier, wenn es um eine von den drei Ukulelen geht, weil einfach dies mir von der Größe her lieber als eine von den anderen beiden, weil ich einfach auch relativ groß bin. Das heißt, mir gefällt es besser, wenn ich halt auch was habe, was ich hier zum Anfassen habe. Wenn ihr jetzt zum Beispiel kleiner seid, dann ist vielleicht eine Konzertukulele für euch die bessere Wahl. Da kann man auch einfach mal so ein bisschen ausprobieren, wenn ihr mal verschiedene Ukulelen in der Hand habt, einfach mal gucken, welche denn eurer Größe entspricht, welcher ihr vom Sound am liebsten mögt. Das sind, wie gesagt, die drei Ukulelen, die so am geläufigsten sind. Die sind alle in der Stimmung wie die Sopran-Ukulele, also hohe A-Seite, E-Seite, C-Seite und G-Seite. Die letzte Ukulele, die wir uns jetzt noch angucken wollen, ist die Bariton-Ukulele. Und die Bariton-Ukulele unterscheidet sich nochmal in ein, zwei Punkten von diesen anderen drei Ukulelen. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wie ihr sehen könnt, ist das jetzt schon eine ziemlich große Ukulele und die Bariton-Ukulele hat jetzt schon eine Mensur von 51,5 cm. Das ist beinahe so groß wie so eine halbe Konzertgitarre, also so eine Kinderkonzertgitarre. Das ist also so etwas zwischen einer Ukulele, also zwischen einer Tenor-Ukulele und so einer kleinen Gitarre. Die hat natürlich nach wie vor erst, also nur vier Saiten. Bei der Bariton-Ukulele ist es jetzt allerdings so, dass diese Saiten anders gestimmt sind und zwar nicht mehr so wie bei der Sopran-, Konzert- und Tenor-Ukulele, sondern so wie bei der Gitarre. Das heißt, wir haben hier D, G, B und E-Seite. Da haben wir also als Gitarristen sozusagen so ein bisschen Heimspiel. Und ich mag die Bariton-Ukulele auch sehr gerne, denn zum einen ist es einfach, fühlt es sich mehr wie eine Gitarre an und ich bin eben das Gitarrespielen auch gewöhnt. Das heißt, wir haben da jetzt auch wirklich einen tiefen Ton auf der tiefen Seite. Bei der Bariton-Ukulele ist es jetzt eben wichtig, dass hier nicht mehr die normalen Ukulelen-Akkorde gelten, sondern die Gitarren-Akkorde. Also das hier, was auf der Ukulele ein C ist, ist auf der Bariton-Ukulele eben wieder ein G. So wie ich es in meinem Video über die Ukulelen-Akkorde auch nochmal als Gitarristen-Hack erklärt habe. Also wenn ich jetzt G, D und A-Moll habe, dann spiele ich das genauso wie auf der Gitarre. Wenn ihr also Ukulele spielen könnt, könnt ihr schon so halb auch Bariton-Ukulele spielen, aber es ist eben wirklich so sehr eine Gitarristen-Ukulele, sage ich mal. Was mir in der Ukulele eben sehr gefällt an der Bariton-Ukulele, dass ich einfach meine Gitarren-Skills da mehr anwenden kann und das eben schon fast wirklich wie eine Gitarre klingt, aber trotzdem noch so einen schönen filigranen Ukulelen-Charakter behält. Hier ist nochmal ein cooler Tipp für euch, wenn ihr Bock habt auf diese Art der Stimmung, also wenn ihr eine tiefe Seite wollt, jetzt aber nur eine Konzert- oder eine im besten Fall eine Tenor-Ukulele habt, dann checkt mal die Videobeschreibung. Es gibt nämlich Ukulelen-Seitensätze so mit einer tiefen G-Seite. Also dann seid ihr nach wie vor auf eurer Ukulele, habt aber eben nicht diese hohe G-Seite, sondern eine tiefe G-Seite. Die kosten 6-7 Euro oder so ungefähr. Und also der ganze Satz. Und dann habt ihr eben nach wie vor eure Ukulele in Ukulelen-Tuning, müsst also nicht alles nochmal umlernen, habt aber trotzdem diese coole
tiefe Saite und habe damit einfach so ein bisschen mehr Spielraum, wenn es darum geht, Basstöne auf die tiefe Saite zu legen. Das sind jetzt erstmal so die vier Ukulelen, die ich hier habe. Die Sopranino habe ich, wie gesagt, nur eingeblendet. Die habe ich jetzt nicht hier hinbekommen. Und ich hoffe, das konnte euch, hat euch weitergeholfen und ihr habt mal so ein bisschen einen kleinen Eindruck davon bekommen, was es überhaupt für Ukulelenarten gibt. Checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung für die Ukulelen, die ich hier verwendet habe. Und checkt auch meine Playlist Ukulelen-Tunes. Da habe ich meine ganzen Ukulelen-Videos verlinkt und es kommen in Zukunft noch ein, zwei dazu. Wenn ihr besondere Fragen oder ganz spezifische Wünsche habt, dann schreibt auf jeden Fall auch gerne einen Kommentar. Da gehe ich gerne drauf ein, wenn ihr was zu Ukulele oder auch Gitarre wissen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.